Willkommen hier bei Kick im Tipp. Simon tritt heute für Deutschland an und Sandra für Italien. Das wird ein absolut brisantes Duell. Ihr kennt die beiden Mannschaften, sie sind die Favoriten. Wollen wir also sehen, wer es ins Halbfinale schafft. Die Regeln sind klar, 60 Sekunden wird gespielt. Ihr beide seid bereit? Ja. Dann nehmt Aufstellung. Falls es in die Verlängerung gehen sollte, entscheidet das erste Tor. Und go! Oh, die beiden Mannschaften nehmen sich absolut gar nichts. In die Zweikämpfe gehen sie voller Power und Elan. Wir merken also, hier ist richtig Druck auf dem Kessel. Alles klar. Simon für Deutschland mit einem schönen Kombinationsspiel nach vorne, aber die Italiener, wir kennen sie nicht anders. Ein absolutes Defensiv-Vollwerk. Und da, hinten haben jetzt auch die Deutschen einiges zu tun, denn wir haben es ja von der Mannschaft Pontes gesehen. Sie können auch nach vorne. Die Hälfte der Zeit noch auf der Uhr und da ist das Tor für Deutschland. Schweinsteiger mit 1:0. Und jetzt Italien. Können Sie da noch eine Antwort finden? Die Deutschen versuchen es erstmal mit Ballbesitz, werden aber immer wieder vehement von den Italienern gestört. Hier jetzt im Mittelfeld ein Schlagabtausch. Die Italiener machen das gut, stehen sich jetzt langsam nach vorne und da. Oh! Ist das 1:1? Geht dieses Spiel in die Verlängerung? Das ist. Cellini mit seinen Holzbeinen. 2:1 für Deutschland. Es sind nur noch 5 Sekunden auf der Uhr. 4, 3, 2, 1. Und es ist vorbei. Deutschland steht im Halbfinale. Der Italienfluch ist besiegt. Wir sagen ciao, ciao, mach's gut. Viel Spaß beim Espressi. Und hier, schaut vorbei bei www.tvspiel.de.